Auch in Köln versammelten sich am Dienstagabend trotz des regnerischen Wetters zahlreiche Menschen, um an den Krieg in der Ukraine zu erinnern. Nach mehr als 1000 Tagen ist noch immer kein Ende des tödlichen Konflikts in Sicht. Bis August 2024 hatte die UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine fast 12.000 getötete und mehr als 26.000 verwundete Zivilisten in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion dokumentiert. In Köln mit dabei war auch der ukrainische Kriegsveteran Dennis, der im Kriegseinsatz schwer verletzt wurde. Er sieht die derzeitige Lage für die Ukraine und seine Soldaten mit großer Sorge. Die Situation ist so, dass die Ukraine jetzt dem Feind den Weg nach Europa versperrt und ihre Souveränität und Unabhängigkeit allein verteidigt. Uns fehlen die Waffen, um diesem Übel wirksamer zu begegnen, und wir verlieren viele Menschen, weil wir nicht genug Waffen haben. Nicht nur Waffen sind es, die der Ukraine fehlen, es fehlen auch Soldaten, sagt Dennis. Als der Krieg in vollem Umfang ausbrach, entschied ich mich, aus eigenem Antrieb zu kämpfen. Niemand zwang mich. Ich kann die Menschen, die das Land verlassen haben, nicht verurteilen. Ich weiß nicht, was sie denken, wie sie sich fühlen, welche Ängste sie haben. Es ist ihre Entscheidung. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Männer den Streitkräften der Ukraine anschließen. Aber das ist mein Wunsch. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Die Organisatoren des Protestmarsches in Köln forderten Deutschland und andere westliche Staaten, insbesondere die USA, auf, der Ukraine mehr Unterstützung zukommen zu lassen als bisher. Sonst, so die Befürchtung, die auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj geäußert hatte, werde die Ukraine den Krieg verlieren.